Hey, ihr. Was willst du hier? Komm runter, wir wollen nur... Ich werde es niemals hergeben. Niemand kann dieses Ding haben. Was hat die für ein Problem? Alter, wie panisch die ganze Zeit schaut. Ich habe jetzt eher ein schlechtes Matchup. Wir testen noch, wie lange es anhält mit diesem Schild. Okay, nicht nur ein Start. Och nö. Und bestimmt gleich süßes Schneckchen. Hey! Sprung! Die Didi scheint ja voll vor ihr stattgenommen. Sprungy Funky! By the way, die kann man einfach. Und ich will Sprungy Funky. Weil in der Demo war es mein Starter. Was zum? Das sind keine Leben? Gut, ich bin nie bei zum Beispiel Kong. Danke. Hallo, wird alle drin. Okay. Wolfi kann nichts. Gelähmt und alles. Lecker Feuerfisch. Nein! Hört so. Ron hat uns geschickt, um dich zu retten. Das ist alles. Mein Boss? Yep, wir sind hier, um dir zu helfen, das Paket zu überbringen. Stop! Okay. Ja. Ich habe einen Text aus Versehen überdeckt. Halt. Und ja, das ist passiert, weil ich eigentlich versucht habe, auf die Nachrichten hinzugehen. Irgendwie ist es bei Steam im Prinzip so, damit man nicht gezielt halt, ja, dahin kommt. Jedenfalls steht da nichts Präzises. Zum Beispiel, ja, Chatgruppen als Beispiel. Und die hat hier die ganze Zeit Faxen gemacht. Aber jetzt mache ich hier weiter. Nein, 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 nein. Ich hoffe, das waren alle. Was stimmt nicht? Wir können es nicht überbringen. Wir müssen dieses schreckliche Ding zerstören. Was? Ihr bekommt es nicht. Niemand bekommt es. Der Empfänger ist der Nexolord selbst. Der Nexolord, das ist für ihn. Die Musik ist aus. Was exakt ist das für ein Ding? Es ist bekannt als Nexocore.
die kraftvollste Energiequelle, die der Menschheit bekannt ist. Ich habe gehört, dass er auch eine riesige Maschine bekommt. Ich kann nur vermuten, dass er sie mit dem Nexocorp betreibt. Eine Maschine könnte es die von Anfang sein. Was auch immer er plant. Ich muss einen Weg finden, dieses verfluchte Ding zu zerstören. Warum wirfst du es nicht einfach in die Lava? Nein, wenn es hochgeht, könnte es die ganze Stadt zerstören. Okay, gut, dann versteck es doch einfach, vergrab es doch irgendwo. Keine Chance, es sendet ein sehr starkes Signal aus, das von überall aus geholt werden kann. Au. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist, wenn du es einfach uns übergibst? Gibst, statt übergibst. Was? Du kannst uns vertrauen, wir bekämpfen den Nexolord. Irgendwie. Das hat mir gefallen, das hat mir echt hart gefallen. Irgendwie bekämpfen. Wir gehen einfach hin, benutzen unseren Nexolord und besiegen ihn. Außerdem ist der Nexocore sicher bei uns. Du bist kein so starker Bändiger. Ich denke, ihr habt recht. Aber dann seid ihr in Gefahr. Sie werden euch überall hin folgen. Nexocore erhalten. Mein Name ist übrigens Matthew. Was? Matthew? Sie sind eine Tanke. Gut. Wir überlegen uns einen Weg, den Nexocore sicher zu zerstören. Ich sollte das meinem Boss erzählen. Vielleicht sehen wir uns in der Stadt. Ja, wir sollten auch mit Ron reden. Lass uns zur Stadt zurückgehen und unsere Konzertkarten holen. Ohne Witz. Wer hätte gedacht, damit es keine Frau ist? Ich definitiv hab gedacht, das ist eine Frau. Hi, Wolfi. Und der Bee. Nein. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, die Perle einfach zu benutzen. Okay. Tempestra wird jetzt erstmal leveln. Weil er sich alles durch alles durchschlägt. Wir sehen uns somit dann bis, ja, mit einem gesunden Team oder bis die Sequenz kommt. Oder bis irgendwas Spezielles kommt. Der nächste Mal nimmt eine abwehrende Haltung ein, die dafür sorgt, dass hier Angriffe weniger ausmachen. LOL. Und noch Rundschaft. So. Ich habe nebenbei wieder 2 Rewards abgekriegt. Insgesamt für diesen Stream. Für diese Aufnahme. Und da wartet auch schon der liebe kleine Ronnie Bonnie. Somit werden wir dann die Tickets holen. Und somit dann wahrscheinlich gegen die Feuerleiterin hier antreten müssen. Weil. Naja, wenn sie jetzt müssen wir gegen die anderen 2 auch ankämpfen. Weil wir sie ja theoretisch
persönlich treffen, wird das höchstwahrscheinlich sein, damit sie uns auch bekämpft. Und by the way, Tempestra ist Level 31. Das heißt, es dauert immer lang, bis sie sich entwickelt sogar. Mein Tempestra ist gerade wie Nadine. Der Windchampion. By the way, wir haben noch nicht irgendein Windgebiet gefunden. Halt, also das, was eher hauptsächlich windig wirkt. Das könnte man sagen. Sowas haben wir leider bisher noch nicht gefunden. Aber das wird wahrscheinlich noch kommen. Okay, doch, windig. Berge teilweise. Na dann, Bunny Bunny wartet. Warum ich das sage, keine Ahnung. Miau. So. Matthew hat mir erzählt, was passiert ist. Ihr könnt den Nexo-Korb halten. Ich will nichts mit dem Nexo-Lord zu tun haben. Oh, und hier sind eure Konzertkarte für die Rettung von Matthew. Wie alle gegen den Nexo-Lord und wie sind von der Haltung her, die wir bis jetzt getroffen haben. Außer unsere Eltern. Sie helfen ihm. Sehr, sehr sass. Alles. Das ist großartig. Jetzt können wir Aufseherin Rira treffen. Nicht Rira. Oh Gott, was mache ich da schon wieder? Ich sehe euch dann beim Konzert. Miau. Lass uns zum Konzert gehen. Ich wette, wir sind dieses Mal in der Lage, die Broadcast-Nachricht des Nexolos zu lesen. Vielleicht. Oder wir erfahren es zum Schluss. Ja, wir können das nie lesen und erfahren es erst, wenn es passiert. Das sind auch Möglichkeiten. Okay, ich schau mal auf die Moveset von Schnäckchen. So, das und das. Weil wir wollen eine Attacke, die Schaden macht. Oder eine normale. Ja. Jederzeit benutzen können. Zum Stun. Wenn auch Schlaflied und Schützen. Ich will zwar gerne auf Attack gehen, aber Schnäckchen soll eher unser Death Order sein. So, unser Verteidigen ist etwas. Die Mut sieht auch in Ordnung aus. Doch der nächste Mal mit starrem Wind aus. Steckt die Attacken des nächsten Mal. Also im Prinzip gehen das hier wäre das nice. Nächstes Mal nimmt eine abwehrende Haltung ein, die dafür sorgt, dass die Angriffe weniger ausmachen. Okay. Ruf deinen Gegner umher und beeinflusst seine Orientierung und verwirrt ihn. Ich würde mal hier erstmal den machen. Kurz mal mit Schnäckchen tauschen. Und dann gegen ein wildes Nexomon antreten. Warum? Ich möchte die Attacke mal testen. Aber wir haben einen Bosskampf vor uns. Und wir wissen alle, was Bosskampf heißt. Einer wird in den Grund und Boden schlagen. Auch wenn der Kampf spannend war. Wow. Sowas von Müll. Okay, dann das raus. Dazu noch die abwehrende Haltung. Dann ist wenigstens ein bisschen Revolution im Team an Attacken. So, dann benutzen wir Schnäckchen. Tempestra ist halt nur für den absoluten Notfall da. Hust, hust, Attacken, hust, hust. Naja, eher die Stärke seiner neutralen Attacken. Da auch immer 14 ist.
Man muss bedenken, das ist hart teuer. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das hart. Warum? Weil wir immer näher an den Nexolord kommen. Und der Nexolord müssen wir bestimmt bekämpfen. Im Nexokampf. Wenigstens. Die Schlange ist weg. Ich will da rein. Übrigens, Nexomon habe ich komplett laut gestellt. Oder immer noch gestellt lassen. Kann man mit Lautstärke-Mixer extra machen. Einstellen. Also ist für mich voll Pullo und somit auch für die Aufnahme. Und ich muss immer die Nexomon skalieren, damit es leiser ist. Wenigstens um die Hälfte leiser. Kein Joke. Und was es noch doofer macht, halt. Was es noch doofer macht, ist es noch zusätzlich. Ja. In-game habe ich das schon gedrosselt. Ich sage mal, Musik. Gut, die Musik kann ich noch leiser machen. Sogar ganz aus, aber ich will so in der Richtung 50% behalten. Okay, BSFX. Text. Und sowas. Kann man auch. Kann man alles machen im Prinzip. Sick. Margo ist schon seit Tagen weg. Sie geht normalerweise in den südlichen Dschungel, um ihrer lauten Konzerten zu entgehen. Da mag jemand definitiv nicht ihrer Stuff. Also der nächste Punkt, der Dschungel. Auch weil das so oft angeschnitten wird. Ich bin als Benniger nicht gut genug, um nach ihr zu suchen. Würdet ihr den Dschungel für mich besuchen? Gerne, alter Mann. By the way, wollte ich gerade sagen, geht der Fernseher? Nein, geht er nicht. Hey, da ist Oran! Schön feuern. Hallo, Ignita! Oh Gott, ich versuche das mal so zu machen. Seid ihr bereit für Aussehen, Ira? Lasst es uns anpacken! Das sind zwei, die wir noch nicht kennen. Oh oh. Oh Gott, ich muss mit ihr sprechen. Hilfe! Seid verdammt sie mir. Die Musik. Alter. Okay, es ist chillig und bedrohlich. Da haben wir Nadine einmal und einmal Fenrir, den Nexolord, der definitiv heraussticht, obwohl seine Augen sehr groß wirken. Boah. Die Musik kommt jetzt wohl langsam. Okay, sie bleibt chillig. Böse. Wir wissen gefühlt alle durch diese reichen Kommentare von den NPCs, wer der Nexolord sein kann.
bist. Du bist. Du bist spät dran. Wer ist der? Vielleicht unser Vater? Vielleicht unter dem Ende Wissenschaftler? I don't know. So etwas passiert bei dir? Nee, warte. So etwas passiert bei dir. Du hast keine Idee, wie schwer es ist. Au! Ohr! Oh Gott! Naja, man sieht schon, sie ist aquarmmäßig. Und sie scheint ziemlich auf Brausen zu sein. Ich hab keine Ahnung, wie sie sprechen soll. Der Nexocore! Wo ist der? Ja, so ein Kind hat ihn gestohlen, heißt es. Ein Kind? Könnte es dasselbe Kind gewesen sein? Ja, ja. Natürlich ist es das. Wow! Schlau, schlau, mal von dem Bösen. Und sehe gerade, ich habe anscheinend irgendeine Art Kratzer im Bildschirm. Oh oh, ich hab mein Bildschirm geht langsam Schrott. Aber Pia hat einfach gesagt: Natürlich ist es das. Hey hey, das ist nicht das Ende der Welt. Weißt du, ich kann einen anderen Nexocore aufteilen. Wir werden ihn uns zurückholen. Ich werde gehen und ich werde es selbst zu Ende bringen. Das sollte lustig werden. Schau mir zu. Der Spark-Typ hat bis jetzt nichts gesagt. Hey Buddy, ein Hinweis. Ja? Zähne. Du unterschätzt das Kind, Buddy. Ich hab einmal denselben Fehler gemacht. Vor langer Zeit. Du sorgst dich zu viel. Lass mich dir erklären, dass die Dinge hier etwas anders funktionieren. Das hier ist nicht deine Fantasie-Videospielwelt, Mark. War das wie Videospielwelt? Oha! Hallo, Ira. Alter, wie soll ich die ganze Stimme machen? Huh? Was ist los, Kind? Willst du ein Autogramm oder so? Versucht das so, als wenn sie laute Rockerin wäre. Halt, sowas versuche ich irgendwie. Und weil ich nicht mit Stimmverstellen gewohnt bin, mache ich das eigentlich bei diesem Projekt. Eigentlich habe ich sogar... Ja, kann recht gut sogar sowas machen, aber ich benutze es nie. Sozusagen, ich verschimmel diese Fähigkeit eher. Aber bei diesem Projekt habe ich es extra wieder auf... erlebt. Eigentlich wollen wir dich etwas über den Nexolord fragen. Oh, ich verstehe. Es ist wegen der Broadcast-Nachricht, hä? Woher weißt du das? So, so, so. Ich wurde gewarnt, dass ihr vorbeischauen werdet. Au. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass nur ein dummes Kind sein würde. Hey, wohin gehst du?
Ihr wartet die Podcast-Nachricht, ja? Wir wissen beide, was passieren wird, Kiddo. Ich werde und ich warte. Und wenn ihr den Mut dazu habt, kämpft mit mir. Also da rein. Ist es nicht irgendwie verrückt, wie jeder die Dinge mit einem Nexo-Kampf regelt? Egal, du bereitest dich besser gut vor, bevor du hineingehst. Ich habe das Gefühl, sie ist nicht so schwach wie Ivan. Wann immer du bereit bist, lass uns hinter die Bühne gehen und Aufsehen ihrer gegenübertreten. Verprügeln. Okay, hier schon mal ein Wiederbeleber. Auf der anderen Seite ist auch einer. No, ein Elixier. Ich würde hier gerne mal kurz speichern. Während der Aufnahme. Einfach um sicher zu gehen, okay? Warum? Es ist mein Pockinstinkt, okay? Tempestra hat zwar eine Attacke benutzt, aber sonst sieht alles stabil aus und alles im 25er-Bereich, wenigstens von denen, die ich benutze. Aber das könnte ziemlich schwierig werden.